war das 1:0, meine Damen und Herren. Ein überraschender Weitschuss aus etwa 25 Metern Entfernung durch Jardim, den Nationalverteidiger der Schotten. Ungünstiger 2:1 nach einer Minute, ganz sicherlich nicht. Das war an die Latte. Ein Kopfball von Colin Jardim, der Schütze des 1:0. Ja, auf diesen Stil muss man höllisch aufpassen. Ist den Schotten das gelungen, was die Bayern gerne möchten? Konterspiel. Eckball durch Willy Johnson. Und das 2:0. Sepp Maier bekam den Ball nicht weg im Zweikampf mit Colin Steen. Und da müssen wir schauen, wer der Torschütze war. Der Mann mit der Nummer 4, Parlin. Der Mann mit der Nummer 4, Parlin. Das wird jetzt auch vom schottischen Kollegen bestätigt. Gelegt werden. Zobel. Dann Hoeneß war das. Zum ersten Mal gerät auch McCloy in Gefahr. Das ist ein gefährlicher Gegenzug. Gerade noch Glück gehabt, dass Koppenhöfer. Hansen. Hoeneß. Ja, da musste sich bei dieser Rückgabe Torwart. Dann haben die Bayern eine Umstellung vorgenommen. Johnny Hansen mit der Nummer 2 auf dem rechten Außenverteidigerposten. Da hatte Uli Hoeneß eine Möglichkeit. Koppenhöfer. Franz Beckenbauer. Jetzt spielen die Bayern mit dem Wind und sie schießen aus Schwarzenbeck. Alle in der Hälfte der Rangers. Jetzt wieder zurück. Müller. Hoeneß. Jetzt aber Eckball durch McLean. Und da ist er wieder, nimmt den Ball an. Ist erfreulich festzustellen, Rybacznik, diese Zweikämpfe sollten sie nicht suchen. Da hatte McCloy Glück, dass Uli Hoeneß dies und für die der Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga schon am Samstag weitergeht. Colin Steen. Diese Abwehraktion von Rybacznik war unnötig, so schön sie auch war. Schiedsrichter Francescon hatte vorher abseits gepfiffen. Möglichkeit jetzt noch einmal durch McDonald. Eine ganz brenzlige Situation von Franz Beckenbauer und Sepp Maier heraufbeschworen. Da schüttelt der Franz den Kopf, diese schweren Gänge mitzugehen. Ulo Latek hat in diesen beiden Tagen noch sehr viel Arbeit vor sich. Von diesem Augenblick an, da Schiedsrichter Francescon aus Italien das Spiel abpfeift. Es reicht noch zu einem Händedruck nach diesem im Großen und Ganzen doch sehr anständigen Spiel.